Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video von CFD. Ich bin Malte und heute haben wir ein ganz besonderes Projekt für euch zum Film. Wir werden einen JB4 in einem Porsche GT2 RS verbauen. Ich höre schon die Stimmen. Warum wir das tun, erklären wir nachher. Jetzt werden wir uns erstmal das Auto anschauen und ja, schauen, was wir alles zerlegen müssen. Die Box haben wir auch dabei. Das Auto hat keinen Flügel verbaut, deswegen sind wir alle gespannt, wie ist 100, 200 und wie ist die Leistung. Wir verbauen das JB4, messen nochmal und nehmen Zeiten, packen am Ende alles zusammen. Würde ich sagen, jetzt legen wir erstmal los und zerlegen das Auto. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress over come, what for? Train in the trees, please pardon my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. With you three haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today, we break through. 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 Box ist eingebaut. Der Einbau war relativ einfach bei dem Wagen. Es sind nur wenige Schrauben zu lösen. Wir haben alles verkabelt. Das CAN-Bus-Kabel wurde von dem Motorraum nach innen geführt. Und jetzt fahren wir auf die Straße und machen unsere Tests. Wir fahren dabei Map 1, Map 2 und Serie und schauen mal, was sich bei dem Wagen tut. Bis gleich. But that's not by speculation. With the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Stop clocks on this beat bag. Every day under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted flags. Titles are paid, the cost is paid. Yay, I give it the cross I made. Deal with the dealer. Was ihr gerade gesehen habt, das waren die Aufnahmen, die wir mit dem Draghi gemacht haben. Da haben wir das Auto Serie gemessen und in Map 1. Wir haben danach nochmal Map 2 gemessen. Da hat leider das Video nicht funktioniert. Deswegen werden wir euch gleich nochmal das Bild einblenden. Und fangen wir mal von vorne an. Also, der Einbau war wirklich extrem einfach. Das ging innerhalb von 15 Minuten. Am Porsche Turbo ist das wirklich sehr einfach zu machen. Grundsätzlich, dieses JB4 gilt nicht nur oder funktioniert nicht nur für den GT2 RS, sondern es ist eigentlich für den 91.1 und .2 Turbo, aber funktioniert auch am GT2 RS. Wie gesagt, der Einbau ist super einfach. Wenn man jetzt einen Turbo hat, dann muss man den Flügel noch runternehmen, das ist dann ein bisschen mehr Arbeit, aber wie gesagt, der Einbau ist sehr, sehr leicht durchzuführen, das kann man sogar zu Hause in der Garage machen. Die Ergebnisse? Wir haben jetzt heute keine Leistung gemessen, sondern wir haben uns lediglich auf Beschleunigungszeiten gestützt und die Ergebnisse habt ihr gerade schon im Video gesehen. Serie hat der Wagen beschleunigt von 100 auf 200 mit zwei Personen drin, ohne Flügel, in 6,09 Sekunden. Das ist gar nicht langsam, das ist auch nicht raketenschnell, aber ich denke mal für ein Auto, was Serie ist, jeder weiß, das GT2 RS super schnell. Dann haben wir umgestellt auf Map 1, da waren wir dann bei 5,49 Sekunden, das fühlt sich wirklich schon schnell an, ja. Und Map 2, da ging das Video leider nicht, da haben wir, wie gesagt, die Ergebnisse waren wir bei 4,95 Sekunden. Das sind also über eine Sekunde schneller von 100 auf 200 und das ist auch etwas, das man wirklich spürt. Jetzt müssen wir natürlich mal ganz kurz drüber reden, weil ich bin mir sicher, der ein oder andere wird sagen, Mensch, wie kann man? Wie kann man das an so einem Auto machen? Klar, das Auto kostet, ich weiß nicht, 300.000, 400.000 Euro. Und da etwas dran zu verändern, ist natürlich immer, ja, schwierig. Aber es geht ja nun mal grundsätzlich beim Tuning darum, dass jeder für sich entscheidet, warum man das macht und wofür. Hier war es jetzt zum Beispiel so, der Kunde hatte uns angeschrieben, weil er auf Instagram bei Burger Tuning gesehen hat, dass
jemand irgendwo in Belgien, glaube ich, einen GT2 RS mit einem JB4 ausgestattet hat und der Kunde wollte halt etwas mehr Leistung. Und da kommen wir auch schon dazu dem Thema, für wen ist denn ein JB4? Und wir werden nicht müde, das nochmal zu erklären. Wir werden in der Zukunft nochmal mehrere Videos zum Thema JB4 machen. Warum, wieso, weshalb, warum macht man das? Wo ist der Vorteil? Viele werden jetzt sagen, Mensch, da muss doch eine Software drauf auf so ein Auto. Ja, dann gibt man schon so viel Geld aus und das ist so ein Auto, das sammelt man, das muss doch, da muss doch eine Software drauf. Ja klar, eine Software für dieses Auto, einfach nur weil dieses Auto es ist, kostet locker 2.500 Euro, wenn nicht sogar mehr. Und die ist dann auch drauf. Ja, da kann man dann nicht sagen, okay, ich möchte Serie fahren, aus welchen Gründen auch immer. Der Vorteil beim JB4 ist, der Einbau war extrem einfach und er ist komplett reversibel. Da muss man nichts zerschneiden oder irgendwas machen. Man verlegt die Kabel und legt das OBD-Kabel in den Innenraum. Das war's. Und der Kunde kann jetzt jederzeit mit dem Telefon in der JB4-App kann er die Maps umschalten. Map 0, wenn er Serie fahren will, oder Map 1 und Map 2. Das ist, kann er machen, wie er möchte, je nachdem, wie sein Bedarf ist. Der Kunde fährt das Auto auch auf der Rennstrecke. Das heißt, das ist jetzt keine Garagenprinzessin. Das Auto wird bewegt und ich persönlich finde das gut. Ja, egal wie teuer so ein Auto ist, es ist dafür gebaut und gemacht, um bewegt zu werden. Ja? Und deswegen ist das JB4 für diese Art von Kunden eigentlich optimal. Denn wie gesagt, er kann halt das Produkt an- und ausschalten, er muss nicht immer mit Leistung fahren, er kann dann Leistung fahren oder mehr Leistung fahren, wenn er es möchte. Und hat darüber hinaus noch viele andere Möglichkeiten, das Auto zu bewachen. Denn mit der App kann er sich anschauen, okay, wie sind die Temperaturen, wie geht es dem Auto? Und das ist auch der große Vorteil vom JB4, denn das macht es ja auch im Hintergrund. Und das ist etwas zum Beispiel, da werden wir nochmal in einem anderen Video drauf eingehen, dass JB4 kann Dinge, die eine Software nicht kann. Eine Software kann keinen Motorzustand überwachen und dann Leistung zurücknehmen. Wenn da das Benzin-Luftgemisch nicht stimmt, dann stimmt es nicht und dann sagt das Pleuel halt auch irgendwann Tschüss. Das heißt, das JB4 guckt sich die ganze Zeit im Hintergrund über den OBD-Bus, guckt es sich die Werte an, läuft das Auto so, wie es soll? Oder sind wir in einem Bereich, wo es gefährlich wird? Und das ist ein großer Vorteil, auch gerade bei so einem teuren Auto. Genau da macht es halt Sinn, so ein System einzusetzen, weil es sicher ist. Für uns ist es halt das Thema JB4 gegen Software. Das muss gar nicht so sein. Das heißt, ein JB4 kann auch mit einer Software funktionieren. Auch das werden wir in einem anderen Video mal thematisieren, warum man eine Software fährt. Zum Beispiel ein Backend-Flash, bei MAD machen das sehr viele im BMW-Bereich. Software drauf, Stage 1, Stage 2 und dann ein JB4 oben drauf. Wie gesagt, warum, wieso, weshalb, klären wir in einem anderen Video. Also, GT2 RS hat hervorragend funktioniert mit einem JB4. Das Auto ist deutlich schneller und der Kunde kann es an- und ausschalten, wann er will. Er kann einen Fehlerspeicher lesen, löschen und er hat die komplette Kontrolle und die komplette Übersicht über sein Auto und über sein Tuning. Das kann eine Software nicht. Was kostet das JB4? Wir liegen hier bei 1.099 Euro zuzüglich dem Bluetooth Connect Kit. Wie gesagt, das Kit ist eigentlich für den 991.1 und .2 Turbo bzw. Turbo S, funktioniert aber auch ohne Probleme am GT2 RS. Es werden eventuell noch ein, zwei spezielle Maps für den GT2 RS kommen, denn wir haben dem Hersteller, also Burger Tuning, ein paar Logfiles geschickt und er kann jetzt darauf basierend nochmal schauen, ob man da ein bisschen Feintuning machen kann, noch ein bisschen mehr Leistung rausholen kann, eventuell. Das werden wir dann sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Wir werden in der Zukunft natürlich noch viele weitere Videos rund um das Thema JB4, Tuning, Carbon etc. machen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geile Inter. Ich glaube, gerade haben wir die Beschleunigungsmessung gesehen, die haben wir mit einem Draggy aufgenommen. Meine Ursache, ich soll atmen. Schön, ne? Ist auch schon geatmet. Gerade haben wir die Beschleunigungswerte. Wir sind Serie 100-200 gefahren im Vergleich und das Auto hatte. Warum macht man sowas noch? Ja, das Thema hatten wir schon. Das JB4 für den Porsche Turbo S kostet 1.900. Ja, ansonsten gibt es gar nicht mehr viel zu sagen dazu, glaube ich. Volle Blablabla, habe ich alles schon erzählt.